Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu einer neuen Ausgabe RecoPrint. Heute noch einmal mit einer Ausgabe der Cube, diesmal jetzt mit der ersten rein deutschen Ausgabe. Letztes Mal haben wir uns ja einen der britischen Veröffentlichungen der Zeitschrift angeschaut, die dann ins Deutsche übersetzt wurden. Und dann hat die Zeitschrift, wie gesagt, ein eigenes Format hier in Deutschland bekommen mit 19 Ausgaben insgesamt über GameCube und Game Boy Advance, wobei hier auch, wie man dem Namen schon entnehmen kann, natürlich der Hauptfokus auf dem GameCube liegt. Genau, ein 100% unabhängiges Nintendo-Magazin und hier haben wir Mario Kart Double Dash hier auf dem Titelbild. Metal Gear Twin Snakes haben wir hier, Rogue Squadron 3, das haben wir euch ja schon mal hier vorgestellt bei RecoPlay. Fantastisches Spiel, Beyond Good and Evil, Enter the Matrix und Skies of Arcadia. Ja, wie gesagt, ich kann zu manchen Sachen natürlich nicht so wirklich was erzählen, weil GameCube damals nicht meine Zeit war. Ich war da ganz treu dem Game Boy Advance, wobei ich auch da nicht jetzt so ultra viel Spiele damals gekauft habe. Ich habe den tatsächlich eher benutzt, um meine alten Gameboy-Spiele ein bisschen zu spielen, die paar, die ich noch hatte. Oder um mir da teilweise auch auf dem Flohmarkt günstig einfach ein paar nachzukaufen nochmal und die dann zu spielen. Aber richtige Game Boy Advance-Spiele hatte ich auch wirklich nur eine Handvoll. Ja, ja, schönes Bild hier vom GameCube nochmal. Haben wir hier ein Editorial und die Inhaltsangabe, also ein kleines bisschen anders gelayoutet als die letzte Zeitschrift, die aus England ja kam. Und dann geht es hier schon los mit Metal Gear Solid The Twin Snakes. Bislang fertiggestellt zu 50%, das finde ich ganz nett hier, so ein Balken in einer Preview. Metal Gear Solid müsste ich auch mal wieder ein Teil spielen. Ich glaube, ich habe den Sons of Liberty damals gespielt. Der hat schon richtig Spaß gemacht. Ja, gesehen auf der E3 und angespielt Rogue Squadron 3 Rebel Strike von Factor 5. Auch das Spiel wohl zu 50% zu dem Zeitpunkt hier fertiggestellt gewesen. Dann haben wir hier GameCube News. It's Showtime. Konnektivität zwischen GameCube und Game Boy Advance war ein wichtiger Teil von Nintendos Ausstellung bei der E3. Ja, das muss ich auch sagen. Also das finde ich ja ganz toll. Ich habe euch hier auch schon mal Splinter Cell vorgestellt für den GameCube, wo man den Game Boy Advance quasi anschließen kann per Kabel an den GameCube, an den zweiten Port und hat dann auf dem Game Boy Advance, wenn man sich den quasi zum Spielen nebendran stellt, ein Display, eine Map nochmal. Also finde ich fantastisch. Macht richtig, richtig Spaß. Alles blickt auf Double Dash, F-Zero, GX, Rogue Squadron 3 und Metal Gear The Twin Snakes. LA Confidential. Das Überraschendste von der E3 war das Fehlen von Überraschungen. Sehr nett. So, haben wir hier. Sieht nach irgendwas Mario Party-mäßiges aus hier. Genau, der Game Boy Advance Player hier nochmal für den GameCube. Prince of Persia Sands of Time. Das Spiel habe ich, glaube ich, sogar auch hier, habe aber noch nicht, ich glaube, ich habe noch nicht mal reingespielt bisher. Prince of Persia natürlich eine ganz klassische Serie. Der erste Teil ist ja ein richtiger Klassiker. Battle Royale, die Rückkehr des Königs, ist ein Spiel aus der Herr der Ringe. Zeit aus dem Herr der Ringe Franchise, wollte ich eigentlich sagen. Medal of Honor hier ist das, glaube ich. Das sind ja Spiele, die mich noch nie wirklich gereizt haben. Oder auch Battlefield oder sowas. Alles, was so in die Kriegsspielrichtung geht. EA hat Game. Hier ein paar neue EA-Titel. Need for Speed. Was haben wir hier noch? NFL. NHL. NBA Live. Jo, massig Games. Spider-Man hier, auch fantastisches Spiel. Spider-Man 2, was hier das erste, ich glaube das erste Spider-Man, was Open World quasi war. Haben wir euch auch schon mal hier vorgestellt, Sascha und ich. Das hat auch echt richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, Card Attack. Kleiner Rückblick hier, Super Mario Kart für Super Nintendo. Mario Kart 64. Mario Kart Super Circuit war, glaube ich, Game Boy Advance. Auch immer auf jeden Fall eine sehr witzige Sache. Genau, dann hier auch nochmal in der Preview Mario Kart Double Dash. Sehr, sehr nettes Spiel auf jeden Fall.
hier die Cube-Erwartungen hier, fantastisch. Neue Gameplay-Ideen, 8 Spielerschlachten sind der Weg nach vorn. Waffendiebstahl von anderen Spielern, technisch nicht gerade bahnbrechend als Minuspunkt hier. Ja, R-Racing Evolution, das sagt mir überhaupt nichts. Von Namco. Italian Job, auch das Spiel kenne ich überhaupt nicht. Mario Golf Toads Tool Tour. Okay, also ein Golfspiel mit der Mario-Lizenz sozusagen. Pikmin 2 kenne ich auch überhaupt nicht. Wie gesagt, müsst ihr entschuldigen, aber GameCube ist nicht mein Spiel gewesen damals, also meine Konsole. So, weiter geht's hier mit Billy Hatcher and the Giant Egg. Auch das sagt mir nichts, man spielt anscheinend ein Hühnchen. Mach dich bereit, die Schwanzfedern zu schütteln. Dann Star Fox 2 hier in der Preview. Klassische Shoot-'em-up-Formel. Tales of Symphonia. Nach einem RPG aus. Kenne ich auch nicht. PSO Episode 3. Auch das sagt mir gar nichts. Von Sega. Aha, okay. Vom Sonic Team. Geist. Aha. Auch das kenne ich nicht. Wer kennt's? Schreibt's drunter. Habt ihr es gespielt? Keine Ahnung. F-Zero GX, das kenne ich und das habe ich auch. Ist nicht einfach. Ist wirklich nicht einfach, aber ein tolles Spiel. Final Fantasy Crystal Chronicles. Ja, Final Fantasy hat ja auch gefühlt wirklich unendlich viele Titel. Pokémon Colosseum. Auch da habe ich nie einen Teil von gespielt von Pokémon, bin da aber auch nicht traurig drüber. Harvest Moon, A Wonderful Life, auch das ist ein Spiel, was nicht so ganz an mich geht. Habe ich euch ja, glaube ich, einen Super Nintendo-Teil hier in meinem Adventskalender letztes Jahr mal angespielt. Ja, aber wie gesagt, das ist auch nicht mein Fall irgendwie. Beyond Good and Evil, das sieht wiederum ganz cool aus, finde ich. Von Ubisoft. Sehr schönes Spiel. Habe ich aber auch noch nicht gespielt. Sieht aber echt gar nicht schlecht aus. Red Faction Teil 2 Live on Mars. Ein Shooter. Genau. Wertung 7,8. Ein paar hübsche Ideen und der coole Multiplayer machen es zu einem Musskauf für jeden, der die PS2-Version noch nicht gespielt hat. Solider Shooter mit ungewöhnlich gutem Multiplayer-Modus. Dann haben wir hier Sonic Adventure DX für den GameCube. Mit einer nicht ganz so guten Wertung, 6,1. Nee, die dubiose Kamera und der Bilddurchlauf waren auf dem Dreamcast noch akzeptabel, aber nicht mehr auf dem Cube. Eine ziemlich schludrige Version eines Spiels, das eh überbewertet war. Okay, harte Worte. Ja, Enter the Matrix, das habe ich sogar auch hier, finde es aber auch nicht so toll. Das hat auch, glaube ich, leider keine besonders gute Wertung bekommen. Ich fand die Umsetzung irgendwie nicht so prickelnd. Das hat sich irgendwie nicht wirklich gut gespielt, 6,8. Enttäuschung, Shiny hätte wohl Großes vor, aber dadurch, dass die Gebrüder Wachowski dies genehmigt haben, zeigen sie ihren Wert als Game Designer. Okay. Unterhaltsam, aber durchsetzt mit ein paar ganz dicken Enttäuschungen. Ja, Matrix ja zu dem Zeitpunkt auch der Riesenhype gewesen, wobei ich ja ganz ehrlich sagen muss, mir gefällt wirklich nur der erste Teil. Teil 2 und 3 hätte man sich schenken können. Teil 2 hatte noch so ein paar coole Sachen, Teil 3 fand ich völlig Banane. Im Moment wird ja Matrix 4 gedreht. Jetzt von den Wachowski-Schwestern, nicht mehr Gebrüdern. Okay, gucken wir mal. Auf jeden Fall spielt Keanu Reeves wieder mit. Ist natürlich jetzt die Frage mit der Corona-Pandemie, inwieweit da die Dreharbeiten ins Stocken geraten sind. Zumindest wird schon angefangen zu drehen. Man darf gespannt sein. Cube, affenstarke Tipps und Cheats. Eine Tipps- und Tricks-Seite hier. Cube Solutions, Skies of Arcadia Legends. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber auch dieses Spiel sagt mir nichts. Leider.
Hast du ja eine richtige Komplettlösung hier. Aber deutlich schöner als in der anderen Ausgabe, wer sich daran erinnert, hier mit Querformat Schriftgröße 3,4, wobei auch das hier ist sehr klein geschrieben, aber trotzdem noch besser zu lesen irgendwie. Insgesamt ist die Aufmachung der Zeitschrift, finde ich, wesentlich angenehmer als die dieser britischen Cube-Umsetzung. Das ist alles wesentlich geordneter, obwohl es auch noch sehr, sehr bunt ist und mit sehr vielen verschiedenen Schriftfonts, aber insgesamt ist das deutlich übersichtlicher hier, finde ich. Willkommen zum Advance. Was haben wir hier? Vielleicht brauchst du ein 5 Sekunden Microgame, wenn du keine Zeit hast. WarioWare Incorporated, okay. Ja, Leserbriefe hier, dann den Abo-Service, ganz klassisch noch mit Ausschneide-Coupon zum Einsenden. Dann gibt es hier den Cube-Horizont-Vorschau. Und auf der rechten Seite, einfach auch nochmal für die nächste Ausgabe. Jo, Enter Cube Plus, eine Werbung hinten drauf. So, das war's mit der Cube. Wie gesagt, ich konnte euch leider nicht zu viel spielen, irgendwas erzählen, weil ich zu dieser Zeit kein Gamecube besessen habe. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß bei der Ausgabe. Und nächstes Mal geht's wieder weiter mit einer Ausgabe von der Gamers. Also, bis dann, macht's erstmal gut. Ciao, ciao.